Hallo und herzlich willkommen zu HitDice. Mein Name ist Dustin und in diesem Video zeige ich euch das neue Roll20 Reserve Paket für Juli 2021. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Was ihr jetzt hier schon sehen könnt, ist das offene Roll20 Reserve Paket. Dieses Mal habe ich mich entschlossen, das mit euch gemeinsam zu öffnen. Wir unboxen das Ganze also. Was wir bekommen ist Dynamic Keep von Mr. Vailor. Wir lesen jetzt hier in dem Text, a safe haven for you, also ein sicherer Hafenplatz für dich und dich selbst, an dem man dekorieren kann, je nach den eigenen Wünschen. Es besteht aus 5 Maps, die man für sich selbst nutzen kann, die mit Dynamic Lighting ausgestattet worden sind. Und selbst wenn man sich entschließt, sie nicht für sich selbst als eigenes Zuhause zu benutzen, dann kann man trotzdem damit amazing, also großartige Orte erforschen. Dann schnappen wir uns das Ganze doch mal und erstellen damit ein Spiel, das wir dann auch direkt Dynamic Keep nennen. Ich bin bereit. Wir brauchen ja sonst nichts dafür. Es handelt sich um ein Add-on, wie hier steht, das jetzt gerade hinzugefügt worden ist. Das heißt, man kann das in jedes bereits bestehende Spiel hinzufügen. Es ist kein Modul, auf Basis dessen man eine Kampagne startet, sondern man kann es überall reinziehen, so wie man sonst Add-ons auch jederzeit hinzufügen kann. Dann bin ich mal gespannt. Schauen wir mal rein, was wir da bekommen. Wir haben ja schon gelesen, 5 Karten. Ich rechne jetzt also fest damit, dass wir eigentlich nichts anderes bekommen werden, außer diesen Karten. Also, schauen wir mal. Wir haben einmal das hier. Ah, wir haben sogar was dazu bekommen. Okay, gucken wir mal. Wir haben einmal den Covers Devensk. Was oder wer ist das? Das ist eine Figur. Okay, Dex, Bonus, Acrobatics, Slate of Hand. Es scheint auf D&D 5e angelegt worden zu sein, was jetzt hier dazu gekommen ist. Da ich den Charakter-Sheet jetzt nicht hinterlegt habe, können wir das jetzt an der Stelle gerade hier nicht gebrauchen bzw. sehen. Wir haben einmal eine Laterne, die hat auch Werte, und wir haben noch eine Sun Lantern. Ich vermute ganz stark, dass das Dynamic Lighting Elemente sein werden. Wir können sie ja mal rausziehen und einfach mal gucken, was passiert, wenn wir sie uns anschauen. Vielleicht ist sogar auch das sowas. Nee, es ist eine Figur. Es hat also Werte. 37 und 11 wird also Lebenspunkte und die Rüstklasse sein des Ganzen. Jetzt können wir ihn jetzt natürlich nicht entsprechend öffnen, weil wir keinen Character Sheet haben. Wir kriegen jetzt nur das angezeigt. Wenn wir den Doppelklick hier drauf machen, müssten wir eigentlich sehen in der dynamischen Beleuchtung, dass hier irgendwas aktiv ist. Genau, der Token strahlt Licht ab, es sind Laternen, das ist schon voreingerichtet, fertig. Man kann sie also einfach aufs Spielfeld ziehen und hat dann diese entsprechende Laterne. Damit kann man also ganz schnell eine Karte ausstatten. Und wo ist der Unterschied? Eine Sun Lantern, okay, die strahlt gleich 200 Feet weit und nochmal 200 Feet Dämmerlicht. Die kann man also setzen, wenn man sozusagen Sonnenlicht verbreiten möchte über eine komplette Karte. Die ist also gar nicht dafür gedacht, einfach nur als einzelne Laterne genutzt zu werden, sondern, wie gesagt, um eine ganze Karte auszuleuchten wahrscheinlich. Also gut, man kann sie jetzt natürlich benutzen dann zum Erforschen eines Ortes, der Dynamic Lighting hat, um dann einmal drumherum zu ziehen in der Gesamtheit, wie das Ganze dann aussehen würde, weil egal wie weit ein Charakter gucken kann, viel weiter als das wird es niemals sein. Das ist ja auch schon über eine ganz schön große Fläche auf so einer Karte verteilt, das Ganze. Und gut, dann gucken wir mal, was wir für schöne Karten bekommen. Ah, da sind sie auch schon. Okay, auf den ersten Blick würde ich sagen, genau, First Floor, Second, Third, Fourth, Exterior und Basement. Was wir also haben, ist 4 Ebenen der gleichen Karte, das Dach und der Keller. Also mit Exterior meine ich jetzt natürlich an der Stelle, es ist sozusagen der Außenbereich, der gezeigt wird, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das Dach sein. Gucken wir mal von vorne an einfach durch. Also wir sehen eine Karte, die Karte ist schön fertig gemacht soweit. Doch sieht erstmal ganz gut aus. Also, wir haben einen Wald drumherum, wir haben diesen First Floor, hier sind Schlafplätze, hier ist was zum Essen, Wohnbereiche, hier sind Treppen, die wahrscheinlich nach oben und unten führen sollen, wir haben hier ein, ich schätze, Bücherzimmer wird das Ganze sein und weitere Schlafgemächer, hier Stallungen. Gucken wir mal einmal auf der, ist hier irgendwas durch die, nee. Also es ist jetzt nicht irgendwo versteckt in der SL-Info-Ebene. Dynamische Beleuchtung ist komplett angelegt. Wir sehen, bei allen Bäumen sind diese Kringel also nicht einfach geixt, sondern richtig Kreise gezogen worden. Dann die ganzen Wände sind eingehalten worden. Hier tatsächlich sogar irgendwie ohne Tür. Sehr spannend. Wie soll man diesen Raum betreten? Aber vielleicht ist das etwas für die oberen
Ebenen oder das soll irgendwie was anderes darstellen. Okay, in Blau abgebildet sehen wir jetzt also hier, sind sozusagen die Türen, die geöffnet werden können. Hier ist noch eine Wendeltreppe, die nach oben führt. Ja, und so wird das jetzt wahrscheinlich durch die verschiedenen Flure gehen. Genau, hier sind jetzt schon Elemente drin, die Licht machen offensichtlich. Das sind wahrscheinlich dann genau diese Laternen hier, die angebracht worden sind in den verschiedenen Passagen. Man hat gerade auch schon kurz gesehen, was man hier eigentlich sehen würde. Wir sehen auch die Bereiche, die nicht zur Karte sozusagen gehören, weil wir uns jetzt ja eine Etage höher befinden, sind verschleiert ein wenig. Ja, auch ganz nett. Third Floor, es ist noch unschärfer geworden nach unten. Ja, also an sich ist das erstmal eine schöne Karte. Ich überlege jetzt gerade, wofür man sowas gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man ein Gildenhaus abbilden möchte oder eine große Burg, die belagert wird. Die Spieler könnten zum Beispiel in diese Burg reinkommen, das alles finden. Die wird belagert und wir haben jetzt hier das Ganze drumherum, das wir brauchen für so eine Belagerung mit allen Räumen und allem drum und dran. Die Ritterburg kann auch was anderes sein. Sie kann die Festung selbst sein. Sie kann sein ein Ort, den die Spieler selbst aufbauen oder aber vielleicht ein Ort, an dem Krieger ausgebildet werden oder so etwas, den sie besuchen sollen, weil jetzt hier die größte Kriegergilde oder sonst etwas in der Umgebung ist. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Exterior, ja genau. Okay, wir sehen jetzt genau, wir sehen tatsächlich das Dach und den Außenbereich kann man jetzt schlecht sehen, obwohl Exterior eigentlich außen heißt. Aber wir können sehen, obendrauf sind Belagerungswaffen, spricht also vieles für diese Belagerungsidee auch. Ist jetzt die Frage, ob man von hier oben mit Basilisken vernünftig schießen kann, ob das realistisch ist. Ich lehne mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster mit dem ganzen Realismus des Ganzen, wie das jetzt hier aussieht. Aber auch hier Dynamic Lighting reingebaut, ganz schön. Und wir haben einen Basement-Bereich. Oh, okay, der sieht ein bisschen anders aus tatsächlich. Es ist der fast gleiche Grundriss, aber doch ein bisschen anders. Die Erreichbarkeiten sind auch da. Ja, Lagerräume und alles Mögliche. Auch hier unten könnte man schön irgendwas mit verschanzen. Also wenn die Burg zum Beispiel angegriffen wird, die Spieler sollen die verteidigen und müssen jetzt irgendwie, werden in die Flucht getrieben oder aber umgekehrt. Sie sind selber die Belagerer, brechen da ein und können sich jetzt hier durchkämpfen. Also die Idee mit dem Zuhause gefällt mir sehr gut, aber man kann sie auch für viele andere Simulationssachen benutzen. Ich finde, im Großen und Ganzen ist das eigentlich wieder was ziemlich Gelungenes. Mir fallen viele Aspekte ein, weil man das benutzen kann für Homebrew-Kampagnen, aber auch für Kampagnen, in denen es klar ist, dass da Burgen und Schlösser sind, die man dann auf die Art und Weise ausgestalten könnte, in etwas größer, also auch für Kaufabenteuer und sowas geeignet. Ich würde sagen, hier ist mal wieder der Punkt erreicht, wo Roll20 Reserve sich eigentlich schon lohnt, weil ich doch ganz klar an der Stelle sagen würde, auch wenn ich jetzt nur einen kurzen Blick drauf geworfen habe, das würde ich definitiv für meine Abenteuer und meine Kampagnen gebrauchen können. Und da es ein Add-on ist, kann ich es überall einfach reinladen, habe es dann sofort fertig mit Dynamic Lighting, ist schön ausgestaltet. Ich sehe jetzt noch nicht ganz den Aspekt, den sie da genannt haben, hinsichtlich, dass das Ganze auch irgendwie ein Zuhause sein soll oder sonst etwas. Kann es natürlich sein, man kann es als Gildenhaus, als ziemlich großes Gildenhaus benutzen, aber naja, wir machen jetzt noch mal eine schnelle Sache. Wir gucken mal, wer zur Hölle dieser Carver Stevensk ist. So, da sind wir wieder und jetzt gucken wir mal, was der Carver Stevensk denn eigentlich ist. Jetzt, wenn wir einen Character Sheet haben, also kriegen wir vernünftige Bio-Infos und sowas, hoffe ich zumindest einfach mal. Okay, es handelt sich um einen Divine Soul Sorcerer auf Level 5. Okay, ich weiß nicht ganz genau, wofür wir ihn brauchen. Möglicherweise ist er jetzt einfach nur als Beispiel angelegt worden oder aber er ist der Burgherr oder sonst was, soll jetzt hier vielleicht eine kleine Idee bieten. Warum man jetzt nur einen einzigen fertigen NSC bekommt, diese Sun Lantern gefällt mir eigentlich ganz gut, weil man sie benutzen kann, um die Karten bei Tag oder bei Nacht zu benutzen mit dem ganzen Dynamic Lighting. Die Sun Lantern irgendwo platziert an zwei Stellen und dann haben wir überall Licht auf der ganzen Karte. An sich erstmal eine sinnvolle und gute Idee. Und ja, wir kriegen ein paar Infos über ihn. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass in der Bio und Info jetzt ein bisschen mehr stehen würde, was man gebrauchen könnte. Gut, so haben wir jetzt halt einen fertigen Charakter. Ohne irgendeine Information, aber na gut, er könnte natürlich auch einfach zur Benutzung sein, um Dynamic Lighting zu testen. Wir setzen ihn irgendwo hin, geben ihm Dynamic Lighting Rechte. Nochmal gucken, vielleicht habe ich auch gerade was übersehen. Er ist tatsächlich dafür gedacht, um die Karte zu erforschen. Um dann also zu sagen, wir platzieren ihn irgendwo, zum Beispiel hier. Dann drücken wir jetzt einmal STRG L, um mal zu gucken, was er eigentlich sieht. Und so können wir die Karte jetzt mit Hilfe von Dynamic Lighting einfach aus
testen für uns, um ihn sozusagen entdecken zu lassen, was sollten unsere Helden und beziehungsweise wir sehen würden. Also an sich ein gut durchdachtes Add-on, gefällt mir ganz gut. Ich bin ganz froh, dass sie sich entschlossen haben, mal wieder sowas zu bringen, was ein bisschen nützlicher ist, also zumindest aus meiner Perspektive. Und ich finde, das ist ein gutes Roll20 Reserve-Paket. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.